Ja, mein Name ist Jürgen Born, bin Leiter des Bereichs Bauwesen, Sicherheit und Umweltschutz und fungiere unter anderem auch als Umweltbeauftragter. Also wir sind ein Hersteller von Fruchtzubereitungen, Süßwaren und Konfitüren. Die Anforderungen der Hygiene sind sehr groß. Wir müssen sehr viel reinigen, mehr als jemals zuvor. Das hat mit Kundenanforderungen zu tun, das hat mit Gesetzen zu tun. Der Wasserverbrauch ist gestiegen. Und insofern lag es nahe, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Wasser sparen können. Es war aber früh absehbar, dass wir hier von hohen Investitionen reden. Deshalb haben wir den Kontakt zu der Effizienzagentur gesucht. Und die Frau Dierschke dort ist spezialisiert auf diesem Gebiet und konnte uns eine Förderung der NRW-Bank vermitteln, die jetzt entscheidend mit dazu beigetragen hat, dass die Kosten, die Investitionskosten, erheblich gesenkt werden konnten. Die Effizienzagentur ist Anlaufstelle in Nordrhein-Westfalen für alle Fragen rund um die Ressourceneffizienz. Bei Centis ist eine Membranfiltrationsanlage mit Ultrafiltrationsmodulen installiert worden, die Prozesswässer aus Reinigungsschritten innerhalb der Produktion aufbereitet und dann auch diesen Reinigungsprozessen eben halt als aufbereitetes Prozesswasser wieder zur Verfügung stellt. Also hier sehen Sie eine Waschanlage für unsere Fruchtwagen. In diesem Fruchtwagen werden unsere Fruchtzubereitungen entsprechend entpackt und zu den Produktionsanlagen gefahren. Davon benötigen wir am Tag bis zu 300 Stück. Und diese müssen halt in den hygienischen Ansprüchen entsprechend gereinigt werden. Und das geschieht halt eben in dieser Fruchtwagenwaschanlage. Und hier wird eben genau das Wasser verwendet, was wir in unserer Filtrationsanlage gewonnen haben. Das Reizvolle für ein Unternehmen ist in der Zusammenarbeit mit der Effizienzagentur wirklich die Ressourcenschonung in Einklang zu bringen mit der Einsparung von Produktionskosten. Es ist sinnvoll, frühzeitig darüber nachzudenken, bestehen Möglichkeiten zur Förderung. Und da braucht man eben die Unterstützung Dritter, und die Effizienzagentur ist eine Möglichkeit, sich da Unterstützung zu holen.